Muss die Fackel oder das Licht irgendwo anders sein? Das Lämpchen. Frage ist nur wo. Hä? Ist doch nichts mehr, oder? Da kann man hier noch runter. Nee. Irgendwie merkwürdig. Obwohl, da unten, das führt doch genau dahin, wo ich herkomme, oder nicht? Guck ich mir das mal an. Das Schloss hat eindeutig zu viele Leitern. Schon mal zu den Fahrstühlen oder Rolltreppen gehört. Würde dem Schloss, glaube ich, ganz gut tun. Ah, hier ist auch noch. Ah, ja, so ein zweiter Gang, natürlich. Da kommt man natürlich auch nicht sofort drauf. Aber das ist auch noch nicht die entscheidende Lampe. Irgendwie merkwürdig. Was ist der Hammer? Na, drei in Streikolben brauche ich nicht unbedingt. Auf der anderen Seite wird wohl doch auch noch eine Lampe ein Lämpchen sein. Gucken wir nochmal. Das wird doch machbar sein. Bumm, Alter. Wo bist du? Hättest du mal auf deinen Rücken geachtet? Denn der ist hässlich. Der hat überall Pickel am Arsch. Ah ne, hier ist auch noch ein Lämpchen. Ja, das ist das letzte Lämpchen. Jetzt haben wir's. Und eine Bärenfalle. Sehe ich aus wie ein Bär? Ich habe zwar Haare auf dem Kopf, aber deswegen bin ich doch nicht gleich ein Bär. Ich weiß nicht, ob der Typ Haare auf der Brust hat, ne? Das sieht man ja nicht. So. Na, dran ist das Spiel dann auch nicht. Mal gucken. Da geht's zu einem nächsten Bereich und da unten war ich gerade. Das heißt, ich muss wieder runter. Dann gehe ich mal hier lang. Oh nö, die Krähen. Oh nö. Oh nö. Jetzt haben sie mir auch noch was geklaut. Was liebe ich schon, wenn sie mir was klauen. Das macht ja dann doppelt so viel Spaß, das Spiel, wenn sie mir was klauen. Egal. Ich bin todesmutig, wenn sie mir was klauen. Ich bin so dumm. So. Ausrüsten. Und wo war der andere? Da. Ausrüsten. Habe ich jetzt eigentlich schon die neue Kleidung an? Nee. Ich bin auch geil. Ich kaufe mir neue Kleidung und rüste sie nie aus. Warum auch? Bringt ja nix. Wozu kaufe ich sie mir dann für teures Geld? Kein Wunder, dass die Viecher mir hier so viel Schaden noch machen. Oh! Oh, diesmal instinktiv gut gesprungen. Langsam kriege ich einen Dreh für das Spiel. Na. Oben raus. Im Feuer kommt man jetzt auch nicht platt. Jetzt habe ich eine gute Strategie. Ja, sei denn, er schießt unregelmäßig. Das war, glaube ich, jetzt gerade meine Schuld, weil ich zu schnell um ihn rumgehüpft bin. Das war nicht schön. Zumindest nicht so. Da geht's runter. Schön, wenn es hier so ruhig ist. Hoffentlich nicht gleich wieder Dr. Soldberg, dem wir hier begegnen. Ah ne, da ist noch ein bisschen Fahren. Das ist ein Fahren. Der Fahren, der ist ein Fahren. Au! Die beißen. Sein Lieb. Aus Pfiffikos. Pfiffikos Malexus. Kröten. Eine Kröte im Hals. Eine Kröte. Ah, scheiße, jetzt sind wir wieder vereist. Ah, die spucken auch so tief. Da kann man sich nicht ducken, da kann man sich nicht springen, weil der Gang so niedrig ist. Schon krass. Jetzt. Auf jeden Fall kann man das jetzt auch nicht. Oh, diese Tintenfische. Tintenflexe an der Wand.
Verschwinde mit deinen Tintenfarbe, sonst ich mach dich aua. Aua. Ich mach dich aua, nicht nur mich. Du bist so unfair. Oh, leck doch was anderes ab, Alter. Leck ein Dildo oder so, Mann. Man geht mir nicht am Sack. Mann, ja. Ich will mit Dildo kochen. Dann wir spielen. Irgendwie läuft es hier gerade ziemlich scheiße. Weil er beißt, ich schlag, aber zu langsam. Weil er mich vereist. Ich schlag in Zeitlupe zu und treffe ihn nicht, aber er beißt. Und trifft mich aber auch nicht. Das war sehr schön da. Es sah aus, als wenn ich mit meinem Schwert tanze und er mit seinem Kopf tanzt. Das war schon ziemlich schick aus. In ordentlichen Mucke wäre das eine schöne Choreo gewesen. Ich liebe die Musik von diesem Level. Das ist eine richtig geile Mucke. Die gefällt mir so richtig schön nostalgisch. Das ruft immer wieder im Bach von anderen Spielen. Tentakelteile, warum brauche ich davon so viele? Warum kriege ich davon so viele? Frage. Alchemisten-Kram machen. Alchemistischen Kram. Krams. Komm runter da, du Tintenviech. Ich möchte dich eins auf der Rübe möchte geben, dir. Und dann möchte ich dich auslachen. Und dann möchte ich dich hier öffnen. Und als nächstes möchte ich die Stadt wechseln. Sehr schön. So. Giftviecher platt machen. Ja, ich bereite mich vor. Ah! Oh, ich will diese Eis. Verdammt, die Schlänge. Blöder Patient, du. Neu. Oh, ein kleiner Emerald. Hier kann man gut Geld farmen. Echt. Kriegt ganz schön wertvollen Scheiß von den Viechern. Na, mal gucken, wie viele Fahne habe ich denn jetzt schon gesammelt. Wie viele Fahne lassen einfahren? Und ich habe schon wieder Blutegel mit in meiner Tasche. Ich komm da sofort wieder raus. Da ist schon mal ein Portal, also ein Tunnel. Und dann werde ich auf jeden Fall... Ah! Ich kann den Tentakel nicht vollsammeln, weil ich vereist bin. Oh. Oh, dieses dreifach gefroren. Und dann steckt er auch noch seinen Kopf in meinen... Ah, die Korallenkrone! Die Korallenkrone! Wir haben sie gefunden! Ich hab schon wieder wieder gesagt. Egal. Ich hab sie gefunden. Korallenkrone. Ich bin so gut. Wahrscheinlich sind sie wieder tausende von Blutegeln. Das ist mir erstmal egal. Eisschlangen sind ja so, oder diese komischen Seeschlangen, was weiß ich, was das sind. Das ist ja sowas von unsympathisch und jetzt fällt mir auch noch so eine hässliche Ranke da, ey. Geh einen Freund suchen, Mann. Was will mir den? Such den Freund oder Freundin, je nachdem, was du stehst. Einfach bleib eh vom Leib. Bleib weg von mir, sonst mach ich dich kaputt. Spiele ich mal eben Gärtner. Hey Sarah, ich habe eine coole Idee, wie wir dich aus meinem Körper kriegen. Selbstmord? Nein, Idiot. Ein Weg, bei dem ich nicht sterben muss. Wie? Was für eine Idee ist das? Erzähle. Als du mich gerufen hast, warst du ein dunkles, nebliges Wesen, richtig? Das ist wahr. Nun, mein Körper hat ein Notfallausgangssystem für Gase. Jetzt geht's aber los. Der will ihn durch den Arsch schieben, oder was? Was? Wie geht denn das? Welcher Ausgang ist das? Ich kann ihn nicht finden. Es ist ein kleines Loch im hinteren Teil, da wo die Beine auf meinem Körper treffen. Dein Anus? Du, willst du mich zum Nahen halten? Ja, das hintere Auge. Ich denke, wenn ich fest genug furze, da
dann könntest du aus meinem Arschloch fliegen. Aus meinem Arsch fliegen. Sollte ich allerdings zu hart drücken, dann könntest du von einem Kraftfeld eingehüllt werden. Das ist nicht witzig! Ja, sehr schön. Da will Seratul doch tatsächlich aus seinem Arsch rausdrücken. Sehr schön. Und das Kraftfeld zu festdrücken, Kraftfeld? Ja. Wohl eher von der Kacklawine eingehüllt. Naja, egal. Auch schön, ey. Die ganze Zeit hat er nicht mal einmal erwähnt, dass er die ganze Zeit am Furzen ist und jetzt einmal reißt er nur noch Sprüche mit Furzen, ne? Total geil. Voll der epische Held, ey. Richtig epischer Held, der die ganze Zeit durch die Burg läuft und nur furzt. Und nur irgendwelche Witze über seine Fürze reißt. Voll episch. Aber deswegen heißt das Spiel ja auch Unepic. Sonst würde es ja Epic heißen. Und Epic ist ja ein ziemlich scheiß Name. Ziemlich blöder Name. Ich kaufe ein Spiel, das Epic heißt. Aber wirklich. Epic Story vielleicht, aber nicht Epic. Das klingt so nach... gar nix. Ist auch nicht. Was ist das denn? Ring des Schlechters. Zusätzlichen Schaden mit Äxten bringt uns gar nichts. Nehmen wir also nicht. Also legen wir nicht an. Nehme ich trotzdem mit, aber lege ich nicht an. Warum bringt mir nix? Schon wieder so viele. Au. 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 Baden, was mit Blutengeln verseucht. Das macht's jetzt auch nicht mehr den Kohlschlag. Geht nur gar nicht, wenn ich hier unten die ganze Zeit festhänge. Boah, wie viele Ranken sind hier noch im Wasser? Wie viele Teile von Tentakel? Wie viele Blutengeln habe ich jetzt schon wieder? Drei. Ich finde auch irgendwas Neues. Rolle der Ausleuchtung. Brauche ich nicht. Wieder der Fahnen, der entfahren lässt. Brüller. Ich brüll mir gleich die Schädeldecke weg. Boah, zwei, das ist ja richtig mies. Und dann beißen sie einen noch runter. Gemein. Scheiße, gleich auf den Kopf. So. Springen und abdrücken. Springen und abdrücken. Abdrücken und springen. Abdrücken, springen. Das nicht? Sprung kann man nicht abdrücken. Ah! Ich bin schon wieder runtergefallen. Aber wenigstens habe ich ihn nicht gemacht. Den ersten. Nicht den Kanal, sondern den Viech. Den ARD. Bumm. So. Ah! Scheiße! Hab ich schon wieder erwischt. Ah, den Viecher. Sieht zwar nicht viel ab, aber sie nerven. Ah, wer ist da denn? Yoda im Haus eingesperrt. Oh, sehr schön. Wieder so ein kleiner Yoda. Ah, es ist wahrscheinlich wieder so ein Goblin. 14 Fahne eingesammelt. Oder Fahne? Sagt man Fahne? Mehrzahl von Fahnen? Fahne? Oder Fahns? Fahns! Oh! Kleiner Insider. Au! Diese Wasserratten, wollte ich jetzt gerade sagen. Was sind das? Wasserschlangen. Gehen mir gerade richtig auf den Sack, ey.